Liebes Auditorium, wir hatten vor, eine Live-Schaltung über Skype zu machen, direkt zu Ludwig Minelli, dem Vereinsgründer von Dignitas. Der Herr Minelli ist inzwischen 87 Jahre alt. Natürlich ist so eine Reise nach Hamburg für ihn auch inzwischen ein bisschen beschwerlich. Und das funktioniert jetzt leider nicht mit der Live-Schaltung, aber wir haben vorsorglich ein kleines Video aufgenommen und das hoffen wir zumindest abspielen zu können. Das Bild. So, also ich habe das Video hier schon mal auf dem Rechner. Jetzt müssen wir es bloß noch auf den Beamer kriegen. Haben wir auch Ton? Ton, ja. Ist Ton, okay. Claudia, dann komm doch hierher. Hört man mich hier? Gut. Also, guten Tag miteinander. Ich möchte uns kurz vorstellen. Mein Name ist Claudia Magri. Das ist mein Kollege Florian Willett. Wir sind rein Dignitas-Menschen würdig leben und menschenwürdig sterben in der Schweiz. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sind. Und wir möchten Ihnen in den nächsten knapp 2 Stunden ein paar Dinge darlegen aus Sicht unseres Vereins, auch zum Thema Suizidhilfe in Deutschland und anschließend auch in einem kurzen Panelgespräch auf ein paar Aspekte eingehen der heutigen Rechtslage in Deutschland und weshalb dies sehr wichtige und auch doch hoffnungsvolle Zeiten sind. Gerne wäre heute auch unser Gründer und Generalsekretär Ludwig A. Minelli hier gewesen. Weshalb er nicht hier sein kann und weshalb auch heute eigentlich ein ganz besonderer Anlass ist, weil gerade jetzt sich ein besonderes Ereignis zum 20. Mal jährt, das werden Sie gleich von ihm selber hören. Die Skype-Schaltung hat leider nicht funktioniert, aber wir haben in weiser Voraussicht eine Konserve mitgenommen, die wir vor seiner Reise aufgenommen haben. Vielen Dank. Verehrte Damen und Herren, wenn dieses Grußwort zur heutigen Veranstaltung von Dignitas im Rahmen des Deutschen Humanistentages 2019 Sie erreicht, weil ich 1200 Kilometer von Ihnen entfernt in Brela, Kroatien. Dorthin verlege ich jeweils im Spätsommer seit vielen Jahren meinen Arbeitsplatz. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich mich nicht nach Hamburg aufgemacht habe, um unter Ihnen zu weilen. Im Alter von bald 87 Jahren empfinde ich insbesondere Flugreisen als nur schwer zumutbar. Zuallererst danke ich den Verantwortlichen des Humanistentages dafür, dass wir in diesem Rahmen unsere Gedenkveranstaltung zum 20. Jahrestag der ersten Freitodbegleitung einer nicht in der Schweiz wohnhaften Person durchführen durften. Wir wissen diese Gastfreundschaft sehr zu schätzen. Der Schweizer Verein Dignitas Menschenwürdig Leben, Menschenwürdig Sterben wurde am 17. Mai 1998, also vor mehr als 21 Jahren, gegründet. Anlass für die Gründung war ein Streit an der Generalversammlung des Vereins Exit Deutsche Schweiz einen Tag zuvor, die in Zürich stattfand. Der damalige Geschäftsführer von Exit, Peter Hollenstein, wollte, dass der Verein nicht nur Suizidhilfe anbietet, sondern sich auch dafür einsetzt, die hohe Zahl von Suiziden und die noch höhere Zahl von Suizidversuchen zu reduzieren. Der Antrag wurde abgelehnt. In der Folge gründete ich mit dem kleinen Grüppchen um Peter Hollenstein Dignitas mit dem Ziel, seine Vorstellung in die Wirklichkeit umzusetzen. Wir alle waren damals schon überzeugt, dass das Recht jedes Menschen selber zu bestimmen, wann und wie er sterben will,
zu dessen Selbstbestimmungsrecht gehört. Damit war auch klar, dass nicht nur in der Schweiz wohnende Personen Anspruch auf dieses Menschenrecht besitzen. Bereits am 6. Juli 1998, also nur 50 Tage nach der Gründung des Vereins, wurden die ersten zwei Personen aus Deutschland als Mitglieder aufgenommen. Ein gutes Jahr später, am 16. September 1999, fand dann die erste Freitodbegleitung für ein Mitglied aus Deutschland in Zürich statt. Es handelte sich um Frau Maria Ohmberger. Bei der Freitodbegleitung anwesend waren auch ihre beiden Kinder Christopher Bayer und Sibylla Ortlieb. Das ist fast auf den Tag genau 20 Jahre her und wir nehmen den Humanistentag zum Anlass, an diese erste Freitodbegleitung eines Nicht-Schweizers zu erinnern, der hinterher noch zahlreiche weitere Freitodbegleitungen von Personen aus dem Ausland gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen allen eine erkenntnisreiche und gelungene Veranstaltung. Ja, soweit der Vereinsgründer Ludwig Minelli. Ich habe nun das Vergnügen und die Ehre, mit Ihnen auf die letzten 20 Jahre ein wenig zurückzublicken, ein paar Eckdaten zu nennen und dann einen Ausblick vielleicht zu wagen und überzuleiten in die anschließende Diskussion, die sich genau mit dem Ausblick beschäftigen wird. Zunächst, Carsten, ich würde mir erlauben, meinerseits dann direkt in die Podiumsdiskussion überzuleiten. Ja, ich gehe davon aus, dass keine Pause dazwischen geplant ist. Ne? Ich rufe dann mal eben die PowerPoint-Präsentation auf. Vollbild mache ich wo? Wo? F5. Funktioniert nicht. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn das so dasteht. Also, der Herr Minelli hat es eben erwähnt, es war 1998 auf einer Veranstaltung von Exit, als es Tumulte gab um das Thema Suizid, Selbsttötungsprävention und Selbsttötungsversuchsprävention. Es gab eine kleine Gruppe, der lag es sehr am Herzen, das aufzunehmen in die Absichten des Vereines. Und als das scheiterte, an jenem Abend wurde Dignitas gegründet von einer kleinen Gruppe aus Exit heraus und bereits am nächsten Tag war Dignitas operationsfähig. Es hat dann ungefähr ein Jahr gedauert, bis tatsächlich auch das erste Nicht-Schweizer Mitglied eine Freitodbegleitung bei uns in Anspruch nahm. Und es war die deutsche Maria Ohmberger, die Kinder von Frau Ohmberger waren eingeladen. Der Sohn war schon gebucht, er musste leider im letzten Moment absagen. Es wäre uns eine Freude gewesen, wenn er hier gewesen wäre. Der Fokus auf Deutschland, der geht sich natürlich einmal durch die sprachliche Nähe und natürlich dadurch, dass es in Deutschland 80 Millionen Menschen gibt. Sie sind natürlich in Europa omnipräsent und dementsprechend stellen sie eben auch die größte Mitgliederanzahl in der Schweiz, die wir an Ausländern haben. Also daneben, dass Dignitas im Unterschied zu Exit sich eben für Suizidversuchsprävention eben auch stark macht, daneben ist eben die Tatsache, dass Dignitas eben auch Ausländer begleitet, ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Also dass man Ausländer nicht diskriminieren sollte, das war ein wichtiges Anliegen seiner Zeit. So, natürlich, so ein kleiner Verein wächst, man hat sich ein bisschen durchgewurschtelt und man stand natürlich auch ein paar Mal auch wieder vor dem Ende aus finanziellen und logistischen Gründen. Aber die Mitgliederanzahl, gerade aus Deutschland, die stieg dann doch irgendwann recht konstant und 2005 wurde das zum Anlass genommen, den Verein Dignitas hier in Deutschland zu gründen, in Hannover. Und was dazwischen passiert ist, das schauen wir uns gleich ein bisschen an. Ich wollte nur mal als Eckdatum geben, dass wir jetzt gerade kürzlich inzwischen das 10.000. Mitglied bei Dignitas begrüßen konnten. So, was ist seither passiert? Was ist insbesondere in Deutschland passiert?
Und was ist Dignitas vielleicht auch über die Freitodbegleitung hinaus? Also der wichtigste Vereinszweck von Dignitas ist an und für sich, sich selbst überflüssig zu machen. In dem Moment, wo wir sagen können, Dignitas ist, das, was Dignitas heute tut, ist integriert ins Gesundheitssystem, können wir alle in Rente gehen und haben sowas wie einen gewissen idealistischen Auftrag erfüllt, denn natürlich ist es vor allen Dingen eine idealistische Arbeit. Geschäftemacherei, die natürlich uns immer wieder unterstellt wird, die liegt natürlich nicht vor, denn mein Gehalt wird von Mitgliederbeiträgen bezahlt. Und die Erlöse, die aus Freitodbegleitung hervorgehen, die gehen im Grunde genommen null auf null auf. So, es gibt also sowas wie eine sogenannte Gründungs-DNA, die Ludwig Minelli immer gebetsmühlenartig wiederholt. Das muss jeder, der bei Dignitas umtriebig ist, verinnerlichen. Es geht also einmal um eine Enttabuisierung der Thematik. Und es geht immer um die Frage, kann man, bevor man tatsächlich zu einer Freitodbegleitung übergeht, kann man die Lebensqualität vielleicht wiederherstellen der betroffenen Person. Es soll also so wenige Selbsttötungen wie möglich geben, aber natürlich so viele wie nötig. Ludwig Minelli ist ein großer Freund von utilitaristischen Ideen und in diesem Sinne geht es ihm eben um sowas wie eine Leidreduzierungskalkulation. Er zitiert auch sehr gerne Schopenhauer, Empathie und Mitgefühl. Das sind also Dinge, die sollte man mitbringen, wenn man bei Dignitas beginnt, mitzuwirken. So, und wir arbeiten natürlich an der eigenen Abschaffung. So, das sind mal ein paar Zahlen. Wir haben also in der Schweiz, haben wir jedes Jahr 1.100 Suizide ungefähr. Wir haben in Deutschland ist, die Bevölkerung Deutschlands ist circa 8-mal so groß wie die in der Schweiz. Wir haben uns immer so circa den Faktor 8 oder Pi mal Daumen eben Faktor 10. In Deutschland gibt es also 10.000 Suizide und die WHO schätzt, dass es weltweit jedes Jahr 800.000 Selbsttötungen gibt, wobei das eine vorsichtige Zahl ist. Also daraus ergibt sich nun wirklich, dass Selbsttötungsversuchsprävention ein enorm wichtiges Thema ist, wenn es einem um die Vermeidung von Leid geht. Der Schweizer Bundesrat hat 2002 auf eine Anfrage eines Abgeordneten, des Abgeordneten Andreas Groß, auf die Frage, ich habe das jetzt extra so klein geschrieben, damit Sie es nicht lesen, weil damit wollen wir uns nicht aufhalten, will nur zeigen, dass es das gibt. Andreas Groß hatte die Frage gestellt, wie hoch denn die Anzahl der Suizide und wie hoch vor allen Dingen die Anzahl der Suizidversuche, die scheitern, geschätzt wird. Der Schweizer Bundesrat bezog sich damals auf einen Mediziner aus den USA, der zu dem Thema ein wenig geforscht hat. Und der, das ist allerdings keine Schätzung, sondern das ist so etwas wie eine Worst-Case-Schätzung, der geht davon aus, dass durchaus bis zu 50 Mal so viele gescheiterte Versuche unternommen werden könnten, wie es tatsächlich zu Vollendungen kommt. Wir haben es also mit unglaublichen Zahlen zu tun, aus denen unglaublich viel Leid hervorgeht. Und alleine in der Schweiz sind die Schätzungen über die direkten Kosten von nur von den 1100 Fällen an vollendeten Suiziden pro Jahr liegen bei 65 Millionen Franken für Notärzte, Polizei, Staatsanwälte etc. Was alles an indirekten Kosten dazukommt, ist hier natürlich, das ist natürlich kaum erfassbar. Und man mag sich nun wirklich mal überlegen, was das bedeuten könnte insgesamt, wenn man das mit dem Faktor 50 mal multipliziert und sich überlegt, welche Kosten noch anfallen bei jenen, deren Suizidversuche scheitern. Das sind dann natürlich Menschen, denen geht es hinterher oftmals schlechter als vorher und die entsprechenden Kosten, die damit auch fürs Gesundheitswesen verbunden sind, die gehen natürlich auch entsprechend in die Höhe. So, es gibt ja dann, bei Gitta Neumann habe ich eben schon den Begriff Dammbruch eben einmal gehört. Also in der Schweiz braucht man sich um einen Dammbruch ja nicht so viele Gedanken machen, weil es ja eine liberale Regelung gibt und in der Schweiz kann man sagen, dass unter den Mitgliedern von Dignitas im Endeffekt nur 3% tatsächlich eine Freitodbegleitung in Anspruch nehmen. Von den übrigen 97% verlaufen die Mitgliedschaften entweder irgendwann ins Leere, man hört nichts mehr von den Leuten oder die allermeisten Leute sterben auf ganz natürlichem Wege. Allerdings spricht viel dafür, dass alleine das Bewusstsein
wenn es soweit ist, eine selbstbestimmte Entscheidung treffen zu können für Freiheit und Entlastung und wieder auch Lebensfreude bei den Menschen führt. Ganz wichtig. Und so gesehen ist innerhalb von Dignitas die Quote gerade mal doppelt so hoch wie in der gesamten Schweiz, was eben Selbsttötungen angeht, denn die Schweiz, also 1,5% der Todesfälle in der Schweiz resultieren aus Selbsttötungen. Die Zahlen sind also gar nicht so dramatisch, wie sie oftmals dargestellt werden. So, ich möchte ja zu Deutschland kommen, möchte aber immer wieder auch den Vergleich zur Schweiz ziehen. Wir haben in Deutschland jetzt gerade gegenwärtig haben wir einen sehr ärgerlichen Strafrechtsparagraphen. Den habe ich jetzt so groß geschrieben, dass Sie es alle lesen können. Also wer mit der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft. Diese Geschäftsmäßigkeit hat also nichts mit Geschäftsfähigkeit oder sowas zu tun. Es geht hier auch nicht um sowas wie eine Gewinnerzielungsabsicht, sondern es geht hier einfach nur um die Frage, liegt hier eine Wiederholungsabsicht vor? Damit kann jeder Laie, der das wiederholt tut, der fällt bereits unter die Geschäftsmäßigkeit, also im Sinne von einfach nur Geschäftigkeit. Kann also jedem von Ihnen passieren, wenn er das mit zwei, drei Familienangehörigen, weiteren Familienangehörigen unternimmt, sie in irgendeiner Art und Weise unterstützt bei ihrem Vorhaben, dass sie dann schon unter diesen Paragraphen fallen. Das ist also in Deutschland kriminalisiert. Und natürlich sind nicht nur wir der Auffassung, dass das alleine schon gegen europäisches Recht verstößt. Den Artikel 8 habe ich Ihnen jetzt nicht aufgeschrieben, den können Sie mal in einer ruhigen Stunde aufrufen und mal durchlesen. Der ist auch sehr allgemein formuliert, lässt auch den Gerichten viel Auslegungsspielraum. Aber über den Artikel 8 sind schon bemerkenswerte Entscheidungen gelaufen, die nationale Regelungen konterkariert haben und in der Regel für mehr Liberalisierung und Freiheit gesorgt haben. Also in der liberalen Schweiz, da hatten wir zuletzt im Jahr 2011, hatten wir zwei Volksabstimmungen, die sehr ähnlich formuliert waren. Und bei diesen Volksabstimmungen kam es einmal zu sehr niedrigen Wahlbeteiligungen von ca. 30-35%. Diejenigen, die also gegen Sterbehilfe waren und die für autoritärere Regelungen waren, haben es also einmal nicht geschafft, viele Leute zu mobilisieren. Und dann war es auch noch so, dass von den wenigen mobilisierten Leuten lediglich bei der einen Abstimmung 15, bei der anderen 22% sich gegen die liberale Regelung ausgesprochen haben, die wir in der Schweiz im Moment haben. Die Schweiz ist also sehr liberal eingestellt. Die Bürger möchten sich ihre Individualität und ihre Selbstbestimmung nicht nehmen lassen. Das ist ganz interessant, wenn man sich das mal historisch betrachtet. Es gibt die Schweizer Bundesverfassung, ist schon sehr alt und dort gibt es einen Artikel 75 natürlich, der war zwischen 1874 und 1973 war der 99 Jahre lang so formuliert, wie ich es Ihnen da zitiert habe: Wahlfähig als Mitglied des Nationalrates ist jeder stimmberechtigte Schweizer Bürger weltlichen Standes. Ja. Das heißt, irgendwelche kirchlichen, religiösen Dogmen und irgendwelche Vorstellungen von moralischer Unverträglichkeit hatten in der Schweiz also niemals Gelegenheit, sich dort tatsächlich im positiven Recht einzunisten. Ist ja in Deutschland ganz anders. In Deutschland haben wir einen sehr großen Interessenvertreter der Kirchen. Also es gibt in der Schweiz die sogenannte CVP, die Christliche Volkspartei heißt sie, Claudia, ne? Also die Christliche Volkspartei ist natürlich, heißt, hat auch das C im Namen, ist aber weiter nicht so einflussreich wie die CDU hierzulande. Wir haben es hier mit der erfolgreichsten Partei der bundesrepublikanischen Geschichte zu tun. Das C im Namen impliziert ja schon, dass hier eine religiöse Truppe unterwegs ist, die in der Politik mitmischt. Der Name impliziert ja schon Kirchenlobbyismus und Befangenheit, ne? Also wie säkular kann eine Politik tatsächlich sein, wenn sich eine Partei dermaßen offensichtlich als weltanschaulich gebunden ausgibt? Eine Frage, die ich mir schon als Kind gestellt habe. Bin also ganz und gar grün aufgewachsen. Wobei wir natürlich heute auch eine Unterwanderung bei den Grünen durch, eine massive Unterwanderung durch Christen feststellen können.
Es war also so im weiteren Verlauf nach 2005, das ist ja in Hannover gegründet worden, die deutsche Sektion. Und dann haben sich eben gerade diese beiden Damen, aber nicht nur die, auch ein paar weitere unbekannte Namen, vor allen Dingen das ganze CDU-Umfeld, hat sich eben stark gemacht, hat versucht, über Bundesratsinitiativen den Verein verbieten zu lassen. Man hat nicht ein einziges Mal den Kontakt zu uns in die Schweiz gesucht, weder zu Exit noch zu uns. Man ist also in der Politik der Auffassung, dass man keine Experten aus der Praxis fragen muss, die sich mit nichts anderem beschäftigen, sondern man hat dort bereits eine Meinung, anders als beispielsweise Abgeordnete aus zum Beispiel Schweden, Kanada, Australien, USA. Von dort sind regelmäßig Delegationen nach Zürich gereist, um die Erfahrung von Dignitas abzurufen. So, die CDU hat das nicht nötig. 2007 muss das heißen, Entschuldigung. Also 2007 hat tatsächlich die heutige und auch damalige Bundeskanzlerin auf dem CDU-Parteitag in Hannover in die Halle gebrüllt: Mit mir wird es keine aktive Sterbehilfe geben. Und diese Gesellschaft, die sich auch noch Dignitas, also Würde nennt, ist der Gipfel der Unverschämtheit. Das hat sie kurz darauf auch bei N24 mehr oder weniger sinngemäß wiederholt. Also der Begriff aktiver Sterbehilfe, der hat nichts mit dem zu tun, was Dignitas in der Schweiz macht. Aktive Sterbehilfe in der Schweiz ist nicht erlaubt. Aktive Sterbehilfe bedeutet Tötung auf Verlangen. In der Regel frage ich den Arzt, bitte ich den Arzt darum und der Arzt gibt mir eine Spritze, was auch immer. So ist das üblicherweise in den Niederlanden, in den Benelux-Ländern geregelt. So ist es in der Schweiz eben nicht geregelt. In der Schweiz haben wir Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Das ist immer ganz wichtig, dass die letzte Handlung von dem Mitglied ausgeht, das wir begleiten. So. Und daran, dass aber natürlich so eine Politikerin wie Angela Merkel einfach so einen Begriff aus dem Hut zaubert, der mit dem, was wir tun, nichts zu tun hat, sieht man eben, wie skrupellos und wie böswillig eben tatsächlich auch politische Rhetorik sein kann. So, wer ist CDU-CSU-Klientel? Also die Pharmabranche, die Palliativmedizin, Krankenhausindustrien und natürlich immer wieder die Kirchen. Keine Frage, ich kann mich erinnern, ich habe Carsten Frerk gestern gefragt, ob er mich noch kennt. Ich habe bei ihm 2008, glaube ich, die evolutionären Humanisten Berlin-Brandenburg in der Küche mitgegründet. Und Carsten Frerk hat mir damals was erzählt, was ich noch nicht wusste, nämlich, dass ein katholischer oder evangelischer Kindergarten, zu dem muss also die Kirche nur 2% hinzuschießen, der Staat übernimmt 98% und die Leute glauben, dass das eine Wohltätigkeitsveranstaltung wäre, die komplett von der Kirche übernommen würde. Also man muss genau hinschauen, auch dort, wo die Kirche draufsteht, ist oftmals der Staat drin, das heißt, die Kirche instrumentalisiert und unsere Steuergelder und beutet uns als Steuerzahler eben aus, um Dinge in ihrem Interesse zu gestalten. Und die Kirche ist eben auch Gesellschafter in ganz vielen Krankenhäusern und die Leute, die in der Palliativmedizin tatsächlich die dicke Kohle abräumen, haben in der aller Regel enge Verbindungen zur Kirche. Ich bleibe jetzt bewusst ein bisschen vage, ich habe jetzt also nicht unbedingt Interesse, eine Anzeige mit nach Hause zu nehmen. So. Wir haben ja noch ein übriges Parlament und leider ist es so, die FDP ist 2013 aus dem Bundestag rausgeflogen. Die FDP hat sich 2009 beim Koalitionsvertrag das Thema Sterbehilfe von der CDU abkaufen lassen. Und dafür wurde sie 2013 offensichtlich bestraft. Es gab massive Kampagnen mit sehr viel Geld von Liberalen gegen die FDP, um die FDP abzustrafen. Und es könnte auch daran gelegen haben, denn die FDP ist denkbar knapp 2013 gescheitert. Wir alle hoffen, dass die FDP daraus gelernt hat. Die SPD hat natürlich das Problem, sie ist nicht ganz so liberal wie die FDP unterwegs. Und sie ist natürlich eben auch in einem Koalitionsvertrag mit der CDU, hat es nicht verhindern können, dass dieser Paragraph 217 Strafgesetzbuch dann 2 Jahre später, 2015, entstanden ist. Die Bevölkerung in Deutschland ist ähnlich, also ist nicht ganz so liberal, aber ähnlich liberal, zumindest theoretisch, eingestellt wie in Deutschland, wie in der Schweiz.
das Thema Sterbehilfe ist einfach nicht so präsent. Und wie das tatsächlich geregelt ist, das, darüber machen sich die meisten Leute natürlich eben, solange sie jung und gesund sind, wenig Gedanken. Und wenn es dann irgendwann mal soweit ist, verstehen erst viele, dass sie tatsächlich in die Schweiz reisen müssen, um sich, um die Dinge so in die Wege zu leiten, wie sie das gerne hätten. Also von ihrer Einstellung her unterscheiden sich die Deutschen gar nicht so dramatisch von den Schweizern. Ich habe hier mal eine ganz aktuelle Umfrage von 2019, auf die bezieht sich unter anderem die Ärztezeitung. Und die Zahlen schwanken also in den letzten 10 Jahren da minimal. Es sind also ungefähr 2/3 bis 3/4 aller Deutschen, die für eine liberale Regelung sind, wenn es um Selbstbestimmung am Lebensende geht. Ja, wenn die Volksvertreter Volksvertreter wären, dann würden sie auch dieser Mehrheit entsprechend im Bundestag Gehör verschaffen. Aber das ist leider nicht zu beobachten. Also eine repräsentative Demokratie findet nicht statt, wenn die Abgeordneten genau anders entscheiden, als das im Sinne der Menschen wäre. Und als das dem Willen der Menschen entsprechen würde. Also ich kann mir das CDU-Bashing nicht ersparen. Sie wissen vielleicht, dass die CDU nahezu heutzutage, ne, da die SPD ja keine Volkspartei mehr ist, bekommt CDU-CSU nahezu alle Überhangsmandate, was natürlich auch die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag überhaupt nicht mehr abbildet. Und diverse Änderungsversuche der Opposition in den letzten, ich glaube auch in der gegenwärtigen Periode, werden immer wieder von der CDU blockiert, ist ja vollkommen klar. Das sind ja lupenreine Demokraten. Steht ja sogar nicht nur ein C, sondern auch noch ein D im Namen. Das allerdings ist fast zynisch, denke ich. So, es gab dann 2017, gab es dann ein Urteil des Ich habe Verfassungsgericht geschrieben, Entschuldigung. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat 2017 entschieden, dass also, damit jemand in Würde auch tatsächlich selbstbestimmt entscheiden kann, wozu eben auch eventuell eine Selbsttötung gehört, dazu muss den Bürgern auf Verlangen ein entsprechendes Medikament ausgehändigt werden. Und dieses Urteil wird allerdings nicht umgesetzt. Wir haben einen Gesundheitsminister Spahn. Ludwig Minelli nennt ihn ganz anders. Ich kann Ihnen leider nicht alle Schimpfworte, die Ludwig Minelli benutzt, immer 1:1 weitergeben. Aber Spahn wird bei uns nicht Spahn genannt, der wird bei uns anders genannt. Jedenfalls liegen inzwischen, da bei der Bundesopiumstelle in Bonn liegt eine dreistellige Anzahl an Anträgen auf Aushändigung von Natriumpentobarbital. Und das Gesundheitsministerium verunmöglicht es einfach, dass dieses Medikament ausgehändigt wird. Und es ist immer wieder so, dass wenn also Beschwerden auf den Weg gebracht werden, natürlich von Menschen, die eigentlich schon längst tot sein wollen, die eigentlich auch kaum noch eine Kraft haben, sowas zu unternehmen. Die meisten Beschwerden verlaufen irgendwann im Sande, weil die Menschen dann doch eben irgendwann sterben. Also ich hoffe, dass der Herr Spahn jeden Morgen auch, ohne mit der Wimper zu zucken, in den Spiegel schauen kann. Ich könnte das nicht, wenn ich dort sein Gesicht erblicken würde. So, es gibt also inzwischen Beschwerden, unter anderem von Dignitas, auch von der DGHS. Ich habe mit Professor Rossbruch gestern lange darüber gesprochen. Es gab also Beschwerden, die dazu geführt haben, dass im April vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt wurde. Auch Michael Schmidt-Salomon wurde dort gehört. Ich selber war persönlich nicht vor Ort. Dignitas war vor Ort. Ich hoffe, dass uns der Professor Rossbruch, vielleicht auch der Michael, nachher ein bisschen was aus Karlsruhe vielleicht noch erzählen können. Interessanterweise, das fand ich sehr interessant, als Herr Rossbruch mir erzählte, dass vor allem die Gegenseite in Karlsruhe geladen war. Das heißt, die Gegenseite wurde kräftig ausgequetscht, wurde genauestens befragt, was eigentlich durchaus als gutes Zeichen gewertet werden kann. Jedenfalls sind die meisten Beobachter, Kommentatoren, Journalisten sind optimistisch, dass dieser Strafrechtsparagraf kippen könnte, jetzt noch diesen Herbst. Was der liebe Herr Spahn vielleicht gar nicht weiß, obwohl er in der CDU ist, in der christlichen Partei,
dass es auch in der Bibel 9 Suizide gibt, auch Tötung auf Verlangen. Ich darf Ihnen sagen, ich habe das nicht persönlich recherchiert, weil ich die Bibel nie gelesen habe. Ich war zwar auf der Waldorfschule, ich habe Bibelgeschichten ohne Ende gehört, indirekt, aber ich habe sie nie gelesen. Prüfen Sie bitte selbst nach, ob die Zahlen stimmen. Ich gebe da kein Gewehr. Ich finde es allerdings trotzdem, macht natürlich trotzdem Spaß, jemanden von der CDU damit zu provozieren und ihn zu fragen, ob er die Bibel denn selber gelesen hat. Papst Johannes Paul ist mehr oder weniger mit passiver Sterbehilfe aus dem Leben geschieden. So, dann haben wir die Situation. Wir haben ja heute einen anderen Bundestag als früher. Also wenn ich es mir richtig notiert habe, dann gab es 2013 bis 2017 gab es 631 Sitze im Bundestag. Auf 311 davon saßen CDU-CSU-Abgeordnete. Und diese Zahl hat sich natürlich dramatisch geändert. Also wir haben heute 709, dank der vielen Überhangmandate für die CDU, haben wir heute 709 Abgeordnete, von denen sind nur 246 von der CDU. Es könnte also sein, dass die CDU schlichtweg keinen Erfolg haben wird, wenn sie es abermals probieren wird. Allerdings dürfen wir das nicht einfach nur abwarten, sondern wir müssen versuchen, mit all diesen Parteien, die in der Opposition sitzen, zu sprechen. Bemerkenswerterweise 2015 haben alle anderen drei Parteien, also die SPD, die Grünen, die Linke, alle drei Parteien haben knapp gegen 217 gestimmt. Diese kleinen Mehrheiten haben hier allerdings nicht ausgereicht, um nicht von der großen Mehrheit innerhalb der CDU-CSU überkompensiert zu werden. Nun hat ja auch ein starker Abgeordnetenwechsel auch innerhalb der Fraktionen stattgefunden. Das heißt, es wird spannend zu sehen, wie es beim nächsten Mal aussehen könnte, wenn die Thematik nochmal auf das Tableau des Bundestages kommt. Jedenfalls, wenn jemand von irgendeiner der Oppositionsparteien Gesprächsbedarf hat, auch mit Dignitas, bitte kommen Sie auf uns zu. Wir geben Ihnen alle Informationen, die wir bewerkstelligen könnten, die für Sie nützlich sein könnten. Die SPD, nicht mehr in den Umfragen, aber immerhin noch im Bundestag, ja, zweitstärkste Partei, allerdings in Regierungsverantwortung. Ich möchte der SPD sagen, liebe SPD, viele, viele Jahrzehnte bis zum Ende der 70er Jahre gab es diesen Drei-Parteien-Bundestag mit einer winzigen FDP, die sich immer entschieden hat, mit wem sie eine Regierung bildet. Und in all dieser Zeit war die SPD eigentlich immer der Zufluchtsort für Atheisten und Agnostiker und Nihilisten natürlich sowieso, aber für alle erdenklichen Verfolgten und Ausgegrenzten und Ausgebeuteten. Und es gab ja mal Zeiten, da wurde man selbst verfolgt, als man Mitglied der SPD war. Und ich möchte sagen, liebe SPD, werdet eurer historischen, humanistischen Verantwortung gerecht und lasst nicht nochmal zu, dass die CDU mit einem ähnlichen Gesetzentwurf durch den Bundestag kommt. So, wir haben Bündnis 90 Die Grünen natürlich. Die gibt es ab 79, wurde in der Heimatstadt meines Vaters gegründet. Der ist seitdem Mitglied gewesen, deswegen auch meine grüne Kindheit. Ich habe die Grünen früher anders erlebt. Früher war das antiautoritäre Erziehung, Libertarismus, Anarchismus. Es ging gegen den bleiernen Obrigkeitsstaat. Es war ein Lebensraum für unkonventionelle Lebensentwürfe, gegen den spießigen Mainstream, dem die Grünen damals ein Dorn im Auge waren. Aber die aktuellen Grünen geben mir großen Anlass zur Sorge. Ich hoffe, dass die Christen bei den Grünen nicht dafür sorgen, dass wir hier eine CDU-CSU 2.0 bekommen. Liebe Grünen, bitte zeigt mir, dass meine Sorgen unbegründet sind. Bitte, liebe Grünen, helft uns mit, eine liberale Regelung der Selbstbestimmung am Lebensende zu finden. So, die heute inzwischen unter Die Linke firmierende ehemalige SED, ich sage das dazu SED, weil die Linke ja tatsächlich in den 90er Jahren ähnlich ausgegrenzt wurde, wie das heute mit der AfD passiert. Es war ja unglaublich, wie man in bürgerlichen Kreisen damals mit der Linken umgegangen ist. Und es waren ja alles ganz schreckliche faschistische Maoisten und Stalinisten, wenn man so manchen CDUler gehört hat. Also die Ängste vor der PDS, die haben sich nicht,
nicht bewahrheitet. Ich gebe zu, ich habe dann, als ich 18 wurde, Mitte der 90er, habe ich sogar die Linke gewählt. Eine Zeit lang, nicht weil ich so stark links war, sondern einfach, weil ich wollte, dass die Linke es ins Parlament schafft, weil ich fand, von der Linken kamen immer sehr gute Anregungen. Und die Linke hat eben tatsächlich die Interessen von Multimillionen neuen Bundesbürgern, die ohne christliche Indoktrination aufgewachsen sind, vertreten. Und ich darf euch sagen, liebe Linke, ihr seid fest eingeplant, wenn es um eine liberale Regelung am Lebensende geht. Bitte enttäuscht uns nicht. So, nun haben wir es also im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts abermals mit einer neuen Partei zu tun. Partei, die von Wirtschaftsprofessoren als Anti-Euro-Partei gegründet wurde, also als zutiefst liberales Projekt, in der sich natürlich auch viele libertäre Anarchisten, jedenfalls sehr viel Misstrauen gegenüber staatlichen und vor allem kirchlichen Institutionen umtreibt. Und dementsprechend wird auch die AfD von niemandem so stark bekämpft wie von den Kirchen. Also liebe AfD, ihr seid 90 Abgeordnete. Eine wichtige Entscheidung wie hier, die geht kaum ohne euch. Insofern hoffe ich, dass auch bei euch demnächst erkennbar wird, wie ihr zu der Sache steht. Und auch euch stehen wir gesprächsbereit gegenüber. Braucht nur zum Telefon zu greifen. So, haben wir die FDP? Also ich erinnere mich noch als kleiner Junge, wie ich als ich 4 Jahre alt war, kam bei uns dann doch, wie die Jungfrau zum Kind, kam bei uns ein Fernseher ins Haus, obwohl meine Mutter gegen Fernsehen war. Dann habe ich natürlich immer geguckt, weiß ich noch, wie in der Tagesschau ab und zu mal der Helmut Schmidt als Bundeskanzler genannt wurde und plötzlich hieß der Bundeskanzler Kohl. Ja, so. Naja, also inzwischen weiß ich natürlich, was 1982 passiert ist und es gab sehr viele Liberale, die 1982 aus der FDP ausgetreten sind, in die Grüne Partei eingetreten sind und seitdem wird der FDP natürlich Opportunismus nachgesagt. Aber vordergründig ist die FDP natürlich immer noch die liberalste Partei in Deutschland und im Grunde genommen auch immer unser erster Ansprechpartner. Wir haben versucht, jemanden von der FDP aufs Podium zu kriegen. Es war ganz schrecklich. Die haben heute Tag der offenen Tür im Bundestag. Es war niemand zu kriegen und auch ein Lokalpolitiker aus Hamburg hier war nicht zu kriegen. Wir wissen nicht, ob es vielleicht an Berührungsängsten mit Dignitas gelegen haben könnte. In jedem Fall ist die FDP die einzige Partei, die tatsächlich ihre Gedanken zum Thema Sterbehilfe im Bundestagswahlprogramm ausformuliert hat, das sie für 2017 ins Leben entworfen hat. Und wir hoffen, dass auch andere Parteien dem nachkommen und sich dem Thema widmen und eindeutig Stellung beziehen. Bei der CDU und CSU brauchen wir es natürlich nicht. Da wissen wir, was auf uns zukommt. Also liebe CDU und CSU, überzeugt doch mich, überzeugt uns Humanisten vom Gegenteil. Straft das, was ich euch nachsage, Lügen bitte und zeigt, dass ihr auch an der Allianz der Freiheit und Liberalität und Selbstbestimmung mitwirken könnt. Wir wollen Humanität nicht immer gegen euch erkämpfen, sondern wir wollen Humanität auch gerne mal mit euch bewirken. So, wie dem auch sei, ich zitiere Ludwig Minelli: Wir stehen jedem unheilbaren Kranken bei, der bei uns in Würde aus dem Leben scheiden will. Was bedeutet, dass bei Dignitas natürlich jeder Mensch willkommen ist, egal welche Weltanschauung er hat. Denn menschliches Leid ist von Parteipräferenzen natürlich unabhängig. Ich möchte die Gelegenheit, nur ich lasse das mal stehen, spreche jetzt mal ganz frei, möchte mal auf einige Dinge eingehen, die von den Seiten der Widersacher immer kommen. Die Gitta Neumann hat vorhin schon vom Schlagwort Dammbruch gesprochen. Es wird also immer wieder vor einem Dammbruch gewarnt. Nun, ich stelle mir vor, es sind so die letzten Tage der DDR-Regierung und irgendjemand im Parteipräsidium sagt so: Tja, soll man wirklich die Grenzen öffnen? Was, wenn es zu einem Dammbruch kommt?
Naja, dass das denen nicht gefallen hat, die Vorstellung eines Dammbruches, das verstehe ich. Ähnliche Überlegungen wird man vielleicht in Nordkorea derzeit anstellen. Jedenfalls ist ein Dammbruch ist ja überhaupt kein Problem. Also ein Dammbruch lässt, wenn er sich beobachten lässt, dann reflektiert das nichts anderes als menschliches Verhalten. Und wenn freies, selbstbestimmtes menschliches Verhalten dazu führt, dass wir in großen Mengen anderes Verhalten wahrnehmen können nach einer Gesetzesänderung, dann zeigt das im Grunde genommen nichts anderes, als wie absurd die gesetzliche Regelung gewesen ist. Also je größer ein Dammbruch sich ex ante, wie wir Juristen sagen, herausstellt, Entschuldigung, ex post, ne? Also ex post, also hinterher, je größer ein Dammbrucheffekt war, desto überfälliger war tatsächlich ein Gesetz und desto absurder war die gesetzliche Regelung vorher, also ex ante. Will ihn damit nur sagen, wenn Sie irgendwann mal wieder jemand von der CDU, CSU auf der Bühne sitzen, sehen und mit Worten wie Dammbruch irgendwelche Ängste wecken möchte, lassen Sie sich davor nicht ins Boxhorn jagen. Die Zivilisation geht nicht unter, ganz im Gegenteil. Man kann auf alles sehr sachliche und ruhige Argumente finden. Es wird auch sehr oft von dem Druck gesprochen, der von Angehörigen ausgehen könnte. Also ein Druck auf Menschen, die am Lebensende stehen, die vielleicht gesundheitlich sehr stark eingeschränkt sind, die Pflege brauchen, die vielleicht auch sehr starke Kosten verursachen. Die große Angst ist, dass es eben innerhalb von Familien oder wie auch immer innerhalb solcher Konstellationen, dass es dort zu repressivem Druck kommen könnte, implizit, der dazu führt, ja, man kann von Mobbing sprechen vielleicht, ne, dass jemand also wirklich tatsächlich sich einreden lässt oder selbst glaubt, er müsste jetzt um den Geldbeutel und um die Nerven seiner Familienangehörigen zu schonen, Selbsttötung in Anspruch nehmen. Also, es ist im Grunde genommen der Dammbruchlogik ganz ähnlich, was hier in den Raum gestellt wird. Also, wenn jemand auf dem Schulhof gemobbt wird oder wenn jemand am Arbeitsplatz gemobbt wird, dann ist es nicht sinnvoll zu verbieten, dass jemand in die Schule gehen darf oder dass jemand nicht mehr zur Arbeit gehen darf, sondern wenn jemand gemobbt wird, wieder gemobbt. Und dann muss man entsprechend schauen, ob man das bestrafen kann. Also es ist sicherlich nicht sinnvoll, wenn man 1000 Tote im deutschen Straßenverkehr, wenn man 1000 Verkehrstote, wenn man die aus der Welt schaffen möchte, letztlich sämtliches Autofahren zu verbieten. Ich meine, sämtliches Autofahren verbieten würde dazu führen, dass es keine Verkehrstoten mehr gäbe. Ne? Also das wäre eine analoge Argumentation. Wir dürfen Autofahren nicht zulassen, beziehungsweise wenn es erlaubt ist, müssen wir es wieder verbieten, damit es nicht so viele Verkehrstote gibt. Ähnlich können Sie sagen, wenn wir nicht wollen, dass es zu Kindesmissbrauch kommt, dann müssen wir, am besten verbieten wir schon einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen. Ne, dann kommt es soweit gar nicht. Oder am besten schon Masturbation komplett verbieten. Ein weiterer Punkt, den ich nennen möchte, ist der Vorwurf der Geschäftemacherei. Also es wird in der Palliativ- und Pharmaindustrie werden wirklich Milliarden gescheffelt. Wir sprechen hier wirklich nicht über Kleckerlesbeträge, wir sprechen hier von Milliardenbeträgen. Das heißt, wir haben es im Grunde genommen mit Vorwürfen der Geschäftemacherei zu tun, genau aus Kreisen, in denen tatsächlich das große Geld verdient wird. Das ist sehr wichtig, dass sich das jeder vergegenwärtigt, dass bei Dignitas mit Freitodbegleitung tatsächlich kein Geld verdient wird. Also eine Geschäftemacherei findet nicht statt, sondern wir haben hier eben auch einen politischen Effekt, wonach diejenigen, die mit dem Finger zeigen, tatsächlich im Grunde genommen sich selbst meinen müssten. Ich möchte diese Gedanken mit auf den Weg geben und möchte mit diesen Gedanken auch die Diskussion anregen, die Podiumsdiskussion, die meine Kollegin Claudia Magri leiten wird, die den Titel tragen wird, Paragraph 217, auf der Kippe, aber wie geht's weiter? Was kommt danach? Vielen Dank soweit für Ihre Aufmerksamkeit.